Okay, bin auch zufrieden. Wenn ich jetzt eben Glücksspiel bin, ich mit dem zweiten Platz zufrieden. Mann, ey, wir kriegen so wenig Münzen, ey. Das ist so scheiße, ey. So viel Münzen für gar nicht. Nur weil ich so ein scheiß Glücksspiel kann. Ey, ich finde, es soll wirklich so Einstellungen geben, dass man Glücksspiel einfach ausschalten kann. Ist einfach mein fucking Ernst, weil wenn ich ganz ehrlich bin, ist so ein Bullshit. Ja, jetzt geht im Finale 5, ey. Weil das ist so ein Bullshit, weil, schau mal, ich hab die Münzen so hart erarbeitet teilweise und dann, ja, werde ich einfach vom Spiel einfach gnadenlos verarschen, nur weil ich am Anfang geführt habe. Und dann, ja, Glücksspiel, dann verliere ich meine Münze einfach so. Und dann noch 10 Münzen am Klonkel. Nee. Ey, langsam regt mich das Spiel ohne Witz auf. Ey, das lief so geil. Ich dachte, wir haben einfach. Boah, das könnte ein geiler Part werden, ey, ohne Scheiß. Ja, am Arsch. Geiler Part. Der war gut. Platziert eure Dreckskackfelder, wo ihr auch wollt, ey. Sorry. Krebs, ich hoffe, mein Herz nicht. Gut, dass es so toll war. Boah, der tut mir so leid. Der ist jetzt oben. Der ist jetzt oben. Wehe, der ist nochmal links. Gibt so einen aufs Maul. Ja. Oh, geil. Duell. Das ist geil. Yo, Daisy. Was geht? Ich möchte sterben von dir. Juhu. Ich darf aber nicht verlieren, ne? Das wäre richtig scheiße. Fang oder Pilze? Glücksspiel. Tschüss! Ihr könnt selber spielen! Alle, wirklich alle miteinander. Ey, das ist so ein Krampf! Hey! Wenn ich jetzt verkacke, dann schmeiß ich alles, was ich auf dem Schreibtisch sehe, alles raus. Danke, Daisy verkackt. Bitte verkackt. Bitte, bitte, Nintendo Gott, bitte, hab Hoffnung. Was? Es gibt nur eine Runde. Okay, gut. Also, was habe ich alles aber schaltet? Okay, ich hatte Tastatur, ich habe ein Mikrofon mit meiner Tasse unten dran, weil, hä? Wir brauchen ein Stativ für ein Mikro, beziehungsweise ein größeres. Ein ACE-Saft, Glasflasche, eine Plastik-Wasserflasche, ein Coca-Cola-Glas. Taschentücher, PC-Monitore, Lautsprecher, alles Mögliche. Das hätte ich dann alles aus dem Fenster geschmissen, ey, ohne Scheiß. Ist nicht getan, aber ich hätte wahrscheinlich irgendwas aus der Luft geworfen. Wie vorhin gegen meinen gegen Schreibtisch, nee, gegen meinen Schrank geknallt habe. Ha. Nein, nicht gegen Daisy. Gegen mich, komm! Ich bin duellfreudiger als Daisy. Komm, Luigi. Yes! Ja, Luigi hat meist Mütze, aber es hat jetzt jeder einen Stern, das ist fairer. Er hat auch den Stern von Daisy genommen. Vollkontakt Karten, klar. Ah, ich hasse das Spiel. Weil es so. Ich hasse generell Memory, aber ja. Ja, mit Luigi. Ja, gut, aber Luigi ist. Irgendwie der Ehrenmann, habe ich das Gefühl. Yes! Wolke. Bild, was ist da? Das ist Panzer. Ja, yeah, lol, war Zufall. Luigi!
Machst teilweise alleine, ohne Witz. Wolke hier und Wolke da, boom! Das habe ich im Spiel irgendwie kapiert. Keine Ahnung, Memory bin ich so, ich bin richtig scheiße im Spiel. Aber irgendwie habe ich mir ein bisschen gemerkt, wo was ist und dann, ja, jetzt klappt. Hör ich größte die Schoße alleine knapp. Wenigstens mal ein anderer Spitzrein. Ich Daisy, ohne Witz, sie regt mich schon auf, ey. Vor allem sein letzten Brett, ey. Regt mich so übelst auf. Dreimal Blöcke halten. Sternröhre halten. Zweimal Blöcke halten. Den zweimal Block habe ich noch. Jetzt bin ich ehrenvoll und so noch so sehr viel Münzen. Komm, jetzt würfle hoch! Ja? Geht schon. Ja. Miss Einland, bitte. Jo. Einstein tritt weg. Servus. Ja, ich nehme das Übliche, ne? Ja, danke. Tschüss. Piss dich. Drei Dinge ist auch geil, aber gib ich mir drauf. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Weil ich schau mal Karte. Was hier? 5, 4, 3, 2, 1. Aber auch nicht schlecht. Nö. Mal schauen, ob da was ist. Ich glaube nicht, aber... Ha! Hat sich gelohnt! Hat sich gelohnt! Alter, dreimal hintereinander links, ey, das ist abfahrt. Das ist da oben. Das ist ja scheißegal, ich habe eine Sternenröhre. Und ich kann mich sogar da rum teleportieren. Boy. La 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 la. Ich wusste, dass der nächste eh wahrscheinlich oben ist. Ist Itemladen betreten? Ja! Ja! Nix Scheiß. Ja, mehr oder weniger. Ist Item willst du wegwerfen? Sternruhe. Na, Spaß. Mir ist ein Stern direkt weg. So. Ich werde wahrscheinlich so oder so Sternröhre nutzen. Sicher ist sicher. Wenn ich die Münzen dafür habe. So. Jetzt habe ich es euch mehr oder weniger gezeigt. Na, heute da in der Mitte, ey, das ist so ein Chaos. Deswegen hebe ich den minus 1 Stern-Trick Feld auf. Daisy verliert einfach äußere Ehre. Oh. Jetzt kriegt Waluigi noch einen Stern. Jetzt ist Daisy letzter, das gefällt mir so doll. Das gefällt mir so doll. Ja, drei Münzen als Trost, ja. Ah, schön. Wunderschön. Es ist einfach schön. Sternblock. Ein jeder Stern, oder? Ich hab das bei Luigi erst gegönnt, weil irgendwie keine Ahnung. Oder? Oh, sorry. Hey, ganz ehrlich, ist mir egal, wer sie als erster gönnt. Wenn ich die Münze hab für den Stern, mit Gönnt. Wieder ein Kampfwehspiel. Ja, hat sogar Vorteil, dass ihr jetzt Kampfwehspiel spielen könnt, weil, wie gesagt, kann ich ein bisschen Gewinn mit Münzen machen. Jetzt gibt wenigstens Chor Glücksspiel, Dings halt Cheap Cheap Schule. Wir haben auch 100 Mal gespielt und irgendwie ist das Spiel auch ein bisschen kacke, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil ich mag das Spielprinzip, aber Cheap-Cheap sind so riesig und Brett bzw. Teich ist so klein, ist einfach so klein. Abfuck, richtig Arschwasser. Und die Karte hier ist einfach null hilfreich. Ist einfach so. Boah, komm, jetzt mal langsam eingesaugt. Nomo. Yes! Boom! Toad gewinnt!
Yeah, Money Rain. 30 Münzen! Holy fucking shit! Boy! Digga, da wird noch eine Sternröhre gekauft, ey. Ja, setz dir ein, ist mir scheißegal. Ich setz die nächste ein. Und Sternröhre geht immer zum Stern. Deswegen ist der so killer hier. Also der ist wirklich ein Gamebreaker. Weil man muss keine Angst haben, dass er irgendwie zum Fake geht. Der Sternröhre geht immer zum Stern. La 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 la. Ein Sterntrickfeld, ey. Der regt also auf den Sterntrickfeld, aber ja. Ja, die gefühlt jeder von unten wird das vollkommen zugespammt. So, it's my turn, würde ich sagen, ne? Der ist doch oben, ey. Das wäre das ein bisschen verarscht. Können wir ein bisschen verarscht, Frau Egal. Diu, diu, diu. 3 Sterne. Ja, moin! Wir sind drin unten, okay, gut. Dann ich komme in die nächste Sternenröhre. La 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 la, Sternenröhre. Ein Doppelblock war wie immer nutzlos. Möchtest du ja? Scheiße, weil keine Items verkaufen kann. So, danke. Nö. Dankeschön, gerne. Wer wird gerne in ein Sterntrickfeld verkaufen? Oh, Duell. Ich nehme harmlosen Gegner. Luigi, weil der hat so viele Münzen. Ich hoffe, dass ich mit ihm Münzen kämpfe. Nein, es geht nur um Sterne. Ja, komm! Ich verliere das Duell. Ohne Scheiß. Wenn ich verliere es. Ja, natürlich verliere ich es. Tollschuss, Tollmut. Ruhe. Vielleicht bringt es. Bringt vielleicht was. Luigi! Luigi! Lass dich treffen! Nein! Fick dieses verfickte Spiel! Meine Fresse! Ja, es ist fast 23 Uhr, schrei mal! Mir ist so scheißegal! Wer wird Daisy als Partner? Komm, überspring die ganze Scheiße! Warum geht's hier oben? Ist sie blöd? Luigi, ich hab dir immer als Ehrenmann gehalten und jetzt bist du so der größte Grattler auf Erden. Ich hasse es immer Duellfelder geben muss. Warum muss der Stern immer 100 Mal an derselben Stelle spawnen? Es ist so abfuck! Komm! Ja. Komm schon! Mit mir, mit mir, mit mir, mit mir, mit mir! War Luigi. Nur die Münzen! Münzen! Ich würde mal so einstellen, dass die Computer immer mit sich selber ein Duell haben wollen.
Mit dem Spieler, die Computer so machen, nicht. Und jetzt gibt der Scheißdreck hier. Mein Freund, sie lief so gut. Bis zur Achtrunde und dann Abfuck. Dann schubst mich alle umeinander. Ja, dieses Spiel geil, aber wenn das Ding vielleicht größer wäre. So einfach irgendwo ins Eck eine. Ja, komm, Toad, beweg dich schneller vielleicht. Waluigi, du Wichser. Ich bleibe im Eck. Ja. Lol, ich führe. Die anderen sind nur dazu da, gegenseitig zu behindern. Boom! Aufs Maul! Ihr wollt mich behindern? Mir war scheißegal. Mein Gott, so viele verdiente Sterne. Einfach wegen du, dich, Grattler, weg. Ja, komm mal, Luigi, beschleunige den Prozess. Komm, ich bin jetzt schon angepisst und mich nicht ganz erwarten, bis er die Scheiße da macht. Wer ist ein Stern? Fick dich. Wer ist nochmal oben, ey? Dann gibt's wirklich einen aufs Maul, oh, Scheiße. Ich hoffe, dass der ist, nicht dass der Luigi den erwischt. Wir haben nur eine 2%ige Chance zu gewinnen und ich hoffe, ich krieg das hin. Ja, komm! Beschleunige den Prozess! Wer, da ist auch ein Stern. Dann können sie mir alle mal. Ah, danke. Ja, das meine ich mit dem negativen Dings. Willkommen, Wudenburg. Nun bekommt ihr eine Menge Blablabla, Formula Kamek gemacht. Ersetzt alle deine Items mit Halbblöcke. Das heißt, der kann bisher Halbwürfel. Das heißt, bei einem Halbwürfel kannst du nur in Zahlen 1 bis 5 würfeln. Also, Abfuck. Ja, die war natürlich da. Luigi ist oben aus irgendeinem Grund. Komm, bitte lande auf dem Duellfeld. 3, 2, 1. Okay, ich brauche eine 4. Ich brauche unbedingt eine 4. Bitte eine 4, bitte eine 4, bitte eine 4. Komm, alles andere interessiert mich nicht. Bitte eine 4. Komm, schleunige den Prozess. Das gibt's doch nicht! Meine Fresse! Ey, das Spiel. Fick dir das Spiel. Vielleicht beende ich einfach das Projekt. Ich weiß es nicht. Ich werd da so derbe verarscht dort. Ohne Scheiß! Komm! Ist nicht so, dass Luigi richtig viel am Arsch bekommen, nur alles wegen mir. Nur wegen so einer Scheiße. Ihr habt gesagt, würfel wenigstens 4, wenn ich ganz verarscht werde. Wenigstens auf Luigi Flur. Warum er hat keine Items? Warum kann ich zum Beispiel Flug sagen, ja komm, du verlierst 2 Sterne? Dann würde ich das Spiel so lieben. Aber wenn ich so oder so verkacken hätte, würde aber scheiß drauf. Oder 3 Sterne verlieren, wäre so geil. Und 1 Stern verlierst du, 1 gibt's dann tot. Und 2 gibt's dann tot. Okay, vollste Konzentration. Wenn ich noch was reißen will.
A, wie schnell bist du, Waluigi? Nenn mich Agro-Kitty oder was auch immer, aber es fuckt mich ohne Witz ab. Spielt die Scheiße selber. Oder wisst ihr, wie, was es für ein Abfuck ist? Ja, komm. Ey, jetzt hab ich langsam keinen Bock mehr. Jetzt hält sie nicht. Mann, du hältst gegen mich, ihr verfickten Wichser! Ich habe auch Sterne! Luigi geht eh sicher da. Ich hoffe, du landest da drauf. Wie scheiße ich aber je verloren habe. Gibt's doch eh nicht. Ja, leck mich alle am Arsch. Ja, leck mich du auch am Arsch! Ist scheißegal, wo ich hingehe. Da, hier, gibt's einen Mittelfinger von mir. So, boy. Die Valve schlägt seinen Mittelfinger der Zeit und mir ist scheißegal. Komm, Bitch. Ja, du hast nichts, der interessiert mich nicht. Komm, komm, weil ich. Du kannst nichts! Eins, was du kannst, Daisy, ist mich zu ärgern. Aber sonst bist du zu blöd für alles. Ja, bitte geh auf mein Einstein-Tickfeld. Komm, das ist. Nein. Ja, auf seine eigene wahrscheinlich. Das gibt's doch ehrlich gesagt nicht. Ja, man hört im Hintergrund wahrscheinlich, dass ich mir irgendeinen ACE-Saft reinschütte, aber ist mir scheißegal. Rasante Reibe, ja, wenigstens 10 Münzen, die zu spät kommen! Mach den Scheißdeckel zu! So. Mutterthema war halt so trocken. Ah! Da brauche ich ein Ding. Boah, ich habe auf meinen Bildschirm gespuckt. Geil. Und schnipp, 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 schnipp. Nein, wir verlieren das Spiel. Toad, schnipple um dein Leben. Das gibt's doch nicht. Ich habe das erste Mal das Minispiel verloren. Und nur weil das Mauspad scheiße ist. So, Spieß ohne. Duh. Spieß halt ohne. Das Spiel halt so will. Hat es halt so. Ja, weiter. Boah, ohne flutscht einfach besser. Lol. Ja, und geh immer außerhalb. Oh, ja, komm, der ganze Bullshit interessiert mich nicht. Ja, weil Luigi ist Superstar. Weil alle anderen betrügen. Meine Fresse! Ja, komm! Oh yeah. Hey, yeah. Wir sehen uns später wieder. Lego. Yo, Leute, was geht? Willkommen wieder zurück zu Mario Party DSR. Im zweiten Versuch hat es geklappt. 4-2. Lustigerweise habe ich am Anfang ganz einfach verkackt. Und dann habe ich durch Duelle, ob man es glaubt oder nicht, Münzen und Sterne gewonnen. Heilige Scheiße. Mit Duell zwischen mir und Waluigi war so knapp. Aber am Ende habe ich das so gerockt, weil am Ende lag es irgendwie nur wegen Münzen.
Und dann hat Waluigi irgendwie die wenigsten Münzen gehabt. Dann hatte ich noch irgendwie Luck gehabt, also einen Sternblock. Und dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie habe ich noch einen Stern bekommen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ihr im nächsten Part Nachspiel sehen. Ich muss zugeben, ich bin ehrlich, ich habe Safe States benutzt. Allerdings haben mir die Safe States nichts gebracht. Ich habe die wirklich nur zur Sicherheit genutzt. Einmal war ich zu dumm, um zu load, so habe so irgendwie Safe State, deswegen hat es mir nichts gebracht. Wie gesagt, ich habe trotzdem gewonnen. Ich habe Saves gemacht, aber wie gesagt, das hat mir null gebracht. Es tut mir auch wirklich leid, aber ich war da so angepisst teilweise, weil das Spiel kann wirklich nicht mal. Ey, ich war nie so doll angepisst bei Mario Party DS, aber ja. Jetzt geht's weiter. Brrrring. 2-1-2-1. Oh, nicht schlecht. Minispielsieger, 10 Rundenbonus, Sternmeister, Spielbezieher, Münzenbonus. Okay, wegen der Münze, aber als Luigi hatte vorhin irgendwie auch 100 Münzen gehabt. Oh, leck. Sternbonus, gespielte Runden. Okay, passt. Was habe ich bekommen? Goomba-Charakter. Und Kamex Tintenfass. Ist alles schlecht. Toad ist der Superstar mit der Macht der Sterne. Tritt Toad gegen Kamex an. 1, 2, 3, 4. Oh yeah. Gegen Kamek. Ich weiß, Kamek war anspruchsvoll und interessant. Weil es war ein richtiger Bosskampf. Es ist knifflig, ist schwer. Es kann sein, dass ich mehrere Versuche brauche, aber drauf geschissen. Weiche den Hindernissen aus und schieße dich bis zu Kamek durch. Bedecke sein Gesicht mit Tinte, bis er nur noch schwarz sieht. Du musst angriffslustigen Büchern und beweglichen Regalen ausweichen, bis du Kameks Gemach erreichst. Sei auf alle Überraschungen gefasst. Okidoki. Habe ich dich und eine Bande nicht am Ende der Welt ausgesetzt? Welch sturitz Packe doch seid. Aber jetzt mache ich euch Beine. Ja, nehme verzauberte Buch. Fliegt dem Halunken damit entgegen. Du kannst auch mit dem Flug der Tintenspitze zu beschaffen. Fliege bedacht und zähl. Alle Kamek seinen Schuck rein heimtot. Okay. Das geile Mann hat unendlich am U, okay. Tipp. Ballert wie ganz ist scheiße. Steuerung ist sehr gewöhnungsbedürftig, weil oben ist unten und unten ist oben. Oh, viele Bücher kommen aus der von der Seite, ey. Das ist ein Abfuck. Richtig Arschwasser. Nein! Boah, das ist so Abfuck, die Steuerung. Von keinem Bosskampf, ne? Das ist eigentlich nur der einfache Part. Nein! Boah, ich will immer nach unten gehen, ne? Meine Fresse, ja, das müssen wir nochmal machen, ne? Das müssen wir nochmal machen, Kinders. Weil das ist so abfuck. Warum, wenn ich oben gehe... Ah doch, wenn ich oben gehe, geht's nach oben, wenn ich unten gehe. Okay, dann bin ich bei Flugspielen irgendwie anders geworden. Genau, einfach ganze Zeit auf sein Gesicht drauf spritzen. Ja, ich weiß... Alle 12-Jährigen lachen. Ich auch. Lol. Dann kriegt der größte Abfall. Und das ist nicht die Schuhe abzuspielen, sondern die Bücher auszuweichen. Ihr habt es geschafft. Das ist geil. Und das große Buch auch noch. Das kann ich auch noch erwischen. Oh, seine Mauer. Ist irgendwie doch. Lol. Also, es ist irgendwie so. Die Steuerung ist so, wie man denkt, also wenn man oben ist, geht man oben, aber wenn man unten ist, geht man unten. Aber keine Ahnung, bei so einem Flugspiel denkt man eigentlich immer umgekehrt. Und, komm, ein Spritzer. Ja, komm. Würdest du nicht einen Bücherzauber machen, dann hätte ich es schon längst geschafft. Genau, immer ganz halt mit Tintendinger reinspritzen, weil wie gesagt, ihr habt genug Ammo. Na, immer... Dinge ausweichen. Ja, jetzt rast der komplett aus. Macht er zwei Schichten. Wir gehen ja nicht. Ja, komm. Nein, jetzt gibt der Abfuck. Nein, ich bin tot. Nein, ich hätte es geschafft. Na, jetzt wisst ihr wenigstens, was passiert, wenn wir ein Minispiel verkackt. Und nein, Tod hat den Kampf verloren. Messe Glück gegen Kamek. Nochmal versuchen. Ja, bitte.
Der Kamek ist schwer, also ich finde, in dem First Try, er muss wirklich Luck haben. Vor allem mit der Steuerung muss klarkommen, aber... Ja, wie gesagt. Ich habe einfach Steuerungsprobleme gehabt, aber gut, okay, das am Ende ist richtig kacke. Das wird die zwei Bücher. Ja, ich hab's verstanden. Okay, größtenteils unten bleiben. Unten ist man mehr oder weniger sicher. Die ganze Zeit abballern. Gut, dass mich irgendwie keine Bücher von der Seite treffen. Boah, knapp. Wie gesagt, bei Löcher kann man immer durch. Bei Löcher kann man immer durch. Ah, ah, ah. So lustig. So, jetzt habe ich die Steuerung drauf. Yes, ohne Schaden im Ding. Aber das Ding ist, finde ich, noch ganz einfach. Jetzt kippt die nämlich die größte Chose. Bam, bam, bam. Bam. Hi. Bam. 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 Ausweichen. Und zack, zack, zack. Komm. Und zack, ausweichen. Zack. Ja, hier ist immer ganz clever oben in der Mitte zu bleiben. Und hier immer die Lücke nehmen. Also meistens so nicht ganz in der Mitte. Genau, das große Buch, wie gesagt, immer ausweichen, weil ich weiß am Anfang, da habe ich mich so oft treffen lassen davon. Oh, das kann ich easy peasy ausweichen. Ja, jetzt geht er ein bisschen umeinander, aber das ist wurscht. Komm, ein Spritzer oder so fehlt dir noch. So. Komm, noch alle 5 Leben, also bitte. Wenn ich das nicht schaffe, dann kann ich mich gerade umbringen gehen. Ja, komm, ein Treffer, wurscht. Genau, da einfach ganze Zeit im Kreis. Das ist ja scheiße. Wenn Zickzack. Ja, komm, jetzt einfach nur 2 Leben. Ja, Mann! Jetzt einfach die letzte Chance auswählen, dann haben wir es geschafft. Ah, jetzt glaube ich, kriegt nur das große Buch. Boom, ja. Yes, wir haben es geschafft. Am Ende war es schon ein bisschen brenzlig, aber wir haben es geschafft. Auch wenn es ein bisschen geleckt hat, deswegen. Yes, endlich. Knuff, Knuff, hör ich. Alle Wetter, welche mufflige Luft da drin. Roll. Großvater. Ich danke euch. Dieses Glitzerdings habe ich gefunden. Hier, nimmt es. Thank you. Das waren 4. Wären 4. Entschuldigung. Es wären 4. Jawohl, unsere Helden haben fast alle Himmels. Ist alle gefunden. Doch der letzte. Der ruht in Bowsers Pranken. Marsch. Die. Der Entscheidungsschlaf ruft. Oh, mein Hals tut voll weh. Das Übliche. Wenn es euch Part gefallen hat, Daumen hoch für dich, Daumen runter. Ihr kennt die Chose. Und wir sehen uns im nächsten Part von Mario Party DS oder auch in einem anderen Let's Play von mir. Also, ciao. Meine Stimme gibt jetzt fast komplett auf. Also, ciao, Leute. Ich bin komplett müde, ohne Scheiß. Im nächsten Part machen wir Bowsers Flippertisch. Das Finale! Also ciao, Leute.